Na, guten Morgen, Mitzi. Guten Morgen, liebe Leute. Was macht meine Tochter jetzt? Guten Morgen. Meine andere Tochter. Baby, heute ist Freitag. Letzter Tag in der Woche. Morgen kannst du ganz lange schlafen, wenn du willst. Aber du musst jetzt aufstehen. Du hast deine Zahnspange verloren in der Nacht. Du hast sie rausgenommen. Und dann hast du sie dir in den Mund geschoben und drauf rumgekaut. Da musste ich sie dir wegnehmen. In der Nacht? Ja. Wo ist sie denn? Da. Ich habe Angst gehabt, dass du die verschluckst. Nicht bei lecker hier. Mama kommt selbstverständlich. Ich kann mich schon erst mal dran erinnern. Marlies, das ist kontraproduktiv. Ja, ich hab's vergessen. Ich verzeihe alles. Der ist abgewogen zum Werberuf. Ich merke, er ist falsch. Hat er gemerkt, er ist falsch? Hat. Ohne zu gucken. Also, ich fuhr hinter dem. Rumgelenkt und ist wieder vor mir noch hin. Hat er gemerkt? Lass sie eben und weg. Und der ruft der Autobahn weg. Man hat früher auch alles schon gemacht. Halt nicht neu. Schon vor 20 Jahren hätte ich das gemacht. Dann haben wir hier mal so hier locker Flaschen hier unterwegs gesehen. Und meine Frage an euch: Wie baut man ein Haus mitten im Wald, wo man eigentlich mit dem Auto gar nicht herkommt? Kann man noch. So ein Haus. Kann man noch mit dem Auto nicht. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Man sieht sogar Reifenspuren. Okay. Ich glaube, ich habe ein Kabel gefunden. Das ist echt nur so eine kleine Hütte, ey. Ja. Okay. Hat er doch noch ein bisschen Strom hingebastelt, oder? Doch noch ein bisschen Strom hingebastelt. Weil da wohnt ein Penner, wenn er hat den ganzen Zeug zusammengerottet. Ist das ein guter Kalender eigentlich? Ja, ist okay. Wie viele Laden kann man hier brauchen? 2019 haben wir doch. Ja. Mit dem
noch mit. Degra passt ja auch zum Laden. Ja. Erinnerst du dich noch an Bayer, an diese Burger King-Wand? Ja, ja, na klar. Die gibt's immer noch. Die kann man ja immer noch gratis abholen. Und ich überlege echt, ob ich die hier einbaue, weil ich meine, Burger King, das passt ja. Also. Ja, was wir machen, also. Naja, ich alleine schafft es nicht. Ich halte so ein wenig, ja. Ich bin halt am Überlegen, weil. Und wenn es nur diese Glas ist, was man sieht. Ist ja auch ein Unikat, wa? Ja. Also, ja, eben, also es wird auch nicht wieder. Das wird 10 Jahre lang gebraucht in dem Laden und da so sind alle Läden, aber dann danach gibt es das nicht mehr. Ja, das Material schon, ja. Also das kostet ja auch alles ein bisschen was. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich denn damit diese Trennwand mache. Diese Duschtrennwand. Also, hey. Und wenn es eben nur, wie gesagt, diese Scheibe ist. Nein, ich würde auch was davon nehmen, von dem Holz. Also das kann ich mir auch was rausbauen. Ist kein Holz. Da war das nicht MDF oder so. Nee, ich glaube, das ist echt nur Spanplatte. Oder Siebdruck, sind das nicht Siebdruckplatten? Na, ich glaube eben leider nicht. Ich glaube, also wenn es Siebdruckplatten sind, dann müsste man sowieso alles abholen. Weil das ist ja schweineteuer. Meiner Meinung nach waren das. Dann könnte ich sie wirklich auch komplett nehmen, weil das ist nämlich meine einzige Bedenken, was ich habe, dass es eben diese, meines Erachtens diese Spanplatte ist. Und Liebe, die geht natürlich im Feuchtraum nicht. Das ist eine Siebdruckplatte, also das ist es. Also jetzt nicht zu 100%, aber zu 90%. Weil ja, da muss man da nochmal gucken gehen. Als ich noch nicht hochgekickt habe, dass sie halt in Schichten halt war. Das sind also diese Siebdruckplatten, die sind doch in Schichten immer, oder? Ja, klar. Ja. Diese, so wie Leimholz, also Schwerholz halt, bloß halt noch versiegelt. Ja, klar. Das ist. Also das wäre super. Du, da ist viel. Das ist ja sehen, was die da gezeigt haben. Ja, also ja. Da kann man halt auch, wenn du da sowas brauchst, ja noch zweimal hinfahren. Aber dann steht ja da schon über ein Jahr. Da gibt es aber so die Vorsätze für das neue Jahr immer, wa? Das kann ja dann manchmal. Hab ich mir genommen, deswegen fang ich jetzt hier an mit der Wand und das endlich mal. Ich habe ja diesen Laden jetzt hier oder diese Buchte jetzt hier schon anderthalb Jahre, ein Jahr und ein paar Monate zumindest. Und habe diese Wand immer noch nicht fertig, geschweige denn ein Zimmer. Und hier muss eben noch ein bisschen Tapete abgeben, weil ich werde auf Ölfarbe immer wieder Jan genommen. Oh, Entschuldigung. Bombastisch. Ist für alle nachfolgenden Generationen ein Graus. Und dann nimmt sie diese ganzen Hausmittelchen, ja, nimm noch mit hier und mit da und mit Spüli und dies und das und hier. Ja, ja, jetzt bestimmt auch im Internet Tutorial, ja, oder wie heißt das? Ja, die gibt es auch gleich, wenn ich das mache jetzt. Einfach im Grunde genommen fleißig dran rumschrauben an der Wand und dann geht das schon irgendwann. Die meisten sind ja nur zu faul. Höhlenstein, ja. Wie sieht das aus? Das muss so gemacht sein, wa? Also keiner, der irgendwie den Geduld hat, denkt sich nach seiner Schule an, wie der das verbracht hat. Dann machst du so, ja. Ey, das wird jetzt zum YouTube-Star und so wird ein neuer Kickstar geboren. Da liegen dann ihre Kunstwerke hin für Millionen von Euro, damit er sie dann zerstört und genau so auch den Wert steigert. Ja. Jackson Pollock-Style. Gibt es sowas auch, ja. Ja, das war doch der nur so Farbspritzer, so dieses Millionen, ne? Ist das ein Pollock? Ja. Den Typ, der da den Reißwolf in dieses Bild eingebaut hat. Banksy. Ich glaube, das war halt schon so geplant. Also echt. Außerdem ist es ja so geplant gewesen, dass es nur bis zur Hälfte rausgeht. Also es war ja schon Performance. Hm. Also, und das beim Hammerschlag, also dass das dann so anfängt, dieser Schredder anfängt und alle haben ja nicht mehr auf den Hammerschlag geguckt, sondern nur auf das Bild, was passiert jetzt? Und das ist. Nein. Na, Mann, also das ist schon eine Kapitelwelt, ey. Also. Ja, genau das ist es. Natürlich nimmt er die ganze Kunstwelt, hat er sowieso auf die Schippe genommen worden. Keiner weiß bis heute, wer er ist, ne? Oder? Achso, nee, du, ich hab keine Ahnung. Ich hab da überhaupt keine Ahnung. Das ist doch dieser Graffiti-Künstler, ist das doch. Was? Der ist das da. Banksy. Muss mal schauen, das ist, der hat wirklich sehr gute. Also das ist wirklich Street Art, was der gemacht hat. Ich hasse die ja im Grunde genommen, diese Graffiti. Also Graffiti eben nicht, sondern diese ganze, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Sprüherei, weil ich ja eine Hauswand auch habe. Ja, das ist ja kein Graffiti. Graffiti? Die Sachen, ja, ja. Ja, aber, nee, aber das ist doch, das ist doch nicht. Diese ganzen, was da drüben dran ist, das ist ja doch nicht. Big Boy und, ja, der Big Boy. Genau. Der Big Boy muss endlich mal weg. Nee, das ist nix. Also da haben sich die Leute früher mehr Mühe gegeben. Wir wissen noch nicht mehr, als ich da aufgewachsen bin. Also, was damals für ein Thema war, ja. Da sind die Bullen in die Hütten eingeritten, am Stück, war. Am Stück. Und naja, haben dann echt die Bohnen auf den Kopf gestellt. Warum, wenn da nur noch ein Negativ gefunden wurde von irgendeinem Bild in Lichtenberg oder sonst irgendwo oder so, ja, dann wurde denen der Arsch weggewendet, halt, waren Strafen, die sie zahlen mussten oder auch echt ein bisschen Haft, war. Ey, so was. Und die haben aber drauf gehabt, das war Leidenschaft dahinter, die sind nachts rausgegangen, die haben Züge bemalt. Ey, und ja, das hier, das ist ja. Das ist so Pillepalle, Alter. Da läuft der noch vorbei und macht seine Studio und so lernen sich auch immer an der Hausmann so. Diese, ja. Das ist doch Schwachsinn, und, ey. Aber er hat sich aus Fenster und hey, hat Streifen drüber. Ja, ja. Blackline. Da riskiert man ja nicht mal. Aber wenn du hier über U-Bahn-Tunnel eingebrichst halt, war und dann noch Züge gesprüht halt. Beat Street! Ja. Beat Street! Das war schon was, ja. Im Wetter halt oder zu unterschwellig kommt so über. Ja, bitte, hallo? Flo, Flo ist da. Ja, musst du mal klingeln. Florian. Hallo, Flo. Grüß dich. Na? Moment, Zeitung. Ja, das ist. Ja, ich wollte kurz quatschen mit dir. Na, mach. Bandai. Na, mach. Ja, also der Bandai, dem geht's besser. Soll ja verkauft werden. Na, eigentlich soll er zurück natürlich. Ich hoffe ja, dass ich den hier in dem Bereich hier was schaffen kann. Also ich glaube, also hier ist auch zu dunkel. Aber ich will jetzt gar nicht gut, groß. Umziehen können wir nicht wegen. Ja, ja, das verstehe ich. Ja. Und vielleicht hier abkaufen oder abarbeiten bei dir. Ja, wenn ich schon sehe, könnte ich dir das hier verspachteln. Wenn du zwei Säcke Rotband besorgst, dann ist auf jeden Fall und ein bisschen freiräumst, ist auf jeden Fall hier die Wand heute Abend gespachtelt. Ja. Und das muss ja erst alle draus, die ganze Elektrik. Ach so, gut, okay. Das ist alles noch alt. Die Elektrik muss ja raus. Bis gleich. Du Flo. Danke euch. Ja, Jo. Jetzt will er wieder hier arbeiten. Das letzte Mal hat er vergeigt. Genau, weil ich ein Arschloch bin. Naja, weil der Baum mit Carsten halt war. Also da war ja Carsten noch nicht gut drauf. Der hat ja da ruhig. Die haben sich da vielleicht ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt, aber ich kann auch nicht. Ja, das war ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Flo ist ein äußerst schwieriger Kandidat. Jetzt ist ordentlich viel Kalk und so hier dran, kannst du alle Gips und so, kannst du alle. Ist er jetzt immer noch da? Wie lange bleibt er denn? Bis er fertig ist. Mach mal heute alles? Ach Gott. Die Horrorfilme? Auf YouTube? Tja, die Mizi schwächelt ein bisschen vor sich hin. Der alte Krüppel hat totalen Hunger, aber frisst nichts. Und nur ins wenig. Das hat er so gar nicht angehört.
Mama macht Spaghetti Bolognese. Du kannst auch Nudeln essen, wenn du keine Soße würzt oder so, ne? Aber ich mache jetzt Essen. Es geht schnell. Ich weiß ja nicht, was ich will. Ja, es geht ja schnell. Spaghetti ist ein schnelles Essen. Das sieht hell auch immer besser aus. Mhm. Das ist nicht mehr so struppig. Das war so dünn, aber nicht. Ich glaube, vor 6 Tagen, dass ich was gegessen habe, ein bisschen mehr Stoff. Du bist eine Star-Katze. Ein Star-Potenzial. Ja, und ganz wichtig. Was fans? Dass wenn Katzen mich fressen, das ist schwierig. Dann geht es dir wirklich schlecht. Und das war die meisten haben beschrieben, dass ich jetzt Zukunft gucken konnte, wie die Katze zerfallen. Ja, liebe Leute, ich sitze in meiner Schneidekammer, / Wäschekammer. Die Katze sitzt hinter mir auf dem Buckel sozusagen. Und ich schneide jetzt gerade Teil 3 zusammen. Teil 2 wird heute um 20 Uhr veröffentlicht. Seht ihr ja schon, wenn ich das veröffentliche, wo ich ja nicht ankündigen. Teil 3 der Favoritennamenaktion, den schneide ich jetzt. Und ja, ich wollte mich nochmal einfach von euch verabschieden. Macht es gut, wir sehen uns morgen, wie gesagt, entweder mit so einem Technik-Vlog oder mit so einem, naja, was passiert bei Tommy zu Hause Vlog. Also macht es gut. Wir sehen uns. Bis dann. Und immer schön dran denken. Dranbleiben, weiterempfehlen, weitersagen. Daumen hoch und einen Kommentar da lassen vielleicht. Das wäre echt toll. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.